Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Superstar MVP Serie. A cool 100. Es geht jetzt um unseren Cowboy, um Zeke Elliott. Eine 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen, bevor wir im vierten Quarter ankommen, 140 Rushing Yards erzielen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir einen Rushing Touchdown erzielen und wenn wir insgesamt mehr als mindestens 17 Punkte erzielen. So, es geht gegen die Chicago Bears. Wir sind hier im AT&T Stadium in Austin, Texas. Wir haben den Ball, wir haben einen ersten und 10 an der Mittellinie. So, dann schauen wir doch mal, dass wir hier gleich mal loslegen. Starten wir mal mit einem Lauf über die Außen, um zu schauen, wie die Bears darauf reagieren. So, Elliott. Oh, Wahnsinns-Move. Damit hat er 3 Bears-Spieler ins Leere laufen lassen. Und noch den 4. Verteidiger-Touchdown Dallas Cowboys. 50 Yards. Der Rushing TD ist schon mal da. Und wir haben die ersten Punkte auf dem Scoreboard. Wir müssen aufpassen, dass wir hier um Himmels Willen die 17 Punkte früh genug haben, wenn das so weitergeht. Das war ja ein Spaziergang. Die ersten 7 Punkte sind auf dem Scoreboard. Im allerersten Play, also da müssen wir jetzt auch gar nicht hier versuchen, mit Onside Kicks zu arbeiten, denn ich glaube, das kriegen wir hin. An der 5-Yard-Linie wird der Ball aufgenommen. Die Bears mit dem Return. Das ist Cordell Patterson, den wir da gerade gesehen haben. Auf jeden Fall ist es jetzt ein 1-10 für die Chicago Bears. Oh, mit Mitch Trubisky, der ja nach ein paar sehr üblen Spielen seinen Starterposten jetzt erstmal an Foles auch verloren hatte. Ich bin sehr gespannt, wie das in Chicago mit den Bears weitergeht. So, wir schauen mal, was. Ich würde gerne blitzen, aber wir gehen in eine Cover 6 und blitzen von dort aus per Audible. So, wollen wir mal versuchen, Trubisky unter Druck zu setzen. Eieiei, Incomplete Pass, da war der Druck schon da. Und das sorgt dann dafür, dass solche Pässe herauskommen. 2010. Und das ist ein Pick. Jones sagt Dankeschön. In die Arme unseres Corners geworfen. Interception. Ballbesitz für die Cowboys an der 43-Yard-Linie. So, lass uns rechnen. 50 Yards haben wir. Schauen wir mal, ob wir es schaffen, hier auch noch wieder Yards oben drauf zu packen. Erstmal ein neues First Down. Erster und 10 an der 32-Yard-Linie. So, wir laufen weiter. Inside Zone, also jetzt über die rechte innere Seite. Run gestoppt an der 31. Zweiter und 8. Nehmen wir den Blunt Dive. Blitz der Bears über die linke Seite. Schauen wir mal, ob wir den aufnehmen können. Und das gelingt. Und dann fehlt der Linebacker natürlich, weil er innen geblitzt hat auf der Außen. Neues First Down an der 21-Yard-Linie von Chicago. So, wir laufen mit Elliott über die rechte äußere Seite. Ah, da kommt der Block nicht. Oh, 2. und 14. Das war ärgerlich. Da haben wir mächtig was verloren. So, an der 25 sind wir. 2. und 14. Okay, jetzt macht Chicago uns hier aber mal ernsthaft Probleme. Wir haben einen 3. und 13. So, wir schicken unsere Receiver Richtung Endzone. Laufen werde ich mit Prescott. Denn auch dessen Yards zählen ja bei der ganzen Geschichte. So, First and Goal an der 6. Alles wieder gut.
Chicago konzentriert sich komplett darauf, das Passspiel der Cowboys zu unterbinden. Tja, und die laufen einfach. Frechheit. So, das erste Quarter ist vorbei. Wir sind auf einem guten Weg. Vor allen Dingen hier jetzt hoffentlich die nächsten Punkte zu erzielen. Das gelingt. So, wir haben 93 Rushing Yards auf dem Konto. Haben jetzt 13 Punkte erzielt. Der PET steht noch aus. So, steht 14:0. Das sieht doch alles sehr, sehr gut aus für die Cowboys. Kickoff von Sirlein. Bringt den Ball an die 9. Der Return. Gestoppt an der 29-Yard-Linie. Ist es ein erster Versuch und 10. Trubisky, also er wirft solche Pässe auch, wenn er keinen Druck hat, wie wir gerade gesehen haben. Es ist immer blöd, wenn mehr Interceptions als vollständige Pässe auf deinem Konto stehen. 2010 an der 29-Yard-Linie. Und die Marcus Lawrence springt vorbei. Mörder-Hit aber hier von, das war glaube ich wieder Byron Jones, also der zeigt hier einiges gegen die Bears. 3. und 5. Und sie ahnen nie, wer diesen Sack gemacht hat. Richtig, Byron Jones. 4. und 12. Wir sind noch vor dem 2-Minute-Warning. Die Chicago Bears werden jetzt die Punt-Unit auf das Feld schicken. So, wir brauchen noch 43 Yards. Sanders geht jetzt aus an der 42. Erster Versuch und 10 für die Offense der Dallas Cowboys. Und schauen wir doch mal, wie dieser Drive jetzt hier noch läuft. Denn wenn wir hier eine Lücke mit Elliott finden und durchlaufen können Richtung Endzone. Oh, da kommt er nicht raus. Starkes Play. 49 Yards brauchen wir noch. Ich glaube, wir werden erstmal Folgendes machen. Wir werden versuchen, hier die Punkte zu erzielen. Dass wir hier nicht irgendwie in Schwierigkeiten kommen. Oh, da wird ihm der Ball noch aus der Hand geschlagen. Amari Cooper mit einer Riesenchance, hier den Touchdown zu erzielen. Wir nehmen die Verticals. Johnson attackiert die Mitte. Wir achten auf Cooper. Johnson war angespielt. Der Ball war so überworfen, dass Amari Cooper, der hinter ihm lief auf seiner Route, den Ball entsprechend aufnehmen konnte. Nehmen wir auch mal einfach so zur Kenntnis. Wir gehen per Audible in einen Laufspielzug. Wir können jetzt, selbst wenn wir Elliott hier durch läuft, nicht mehr die kompletten Yards voll machen, aber da bin ich auch nicht traurig drum, denn wir haben ja noch ein komplettes drittes Quarter. Ein Draw, der an die 5-Yard-Linie geht. Noch einmal Elliott. Wir nehmen einen Timeout, 2 Sekunden vor dem Ende des zweiten Quarters. So, und laufen mit Elliott durch die Mitte. So, da sind die Punkte. 118 Rushing Yards haben wir. Wir haben die 17 Punkte erzielt. Das sieht doch alles großartig aus hier. So, zur Pause 21:0.
Müssen wir mal schauen, wer hier das zweite Quarter. Wir müssen das zweite Quarter eröffnen, so damit wir hier kein Risiko eingehen. Nicht, dass Trubisky auf einmal anfängt, hier Football zu spielen. Ein Onside-Kick. Oh! Und er landet bei den Cowboys. Der wurde rübergekickt von den Bears. Das gibt's ja gar nicht. Ja, also perfektes Szenario. Erster und 10, Elliott an der eigenen 42-Yard-Linie. Kein Raumgewinn hier für die Cowboys. Mit den Zero-One-Trap. Müssen jetzt natürlich auch ein bisschen auf die Uhr achten. Aber wir haben halt auch noch den Vorteil, wir haben noch alle Auszeiten. So, wir brauchen noch 11 Rushing Yards im dritten Quarter, um diese Challenge zu bestehen. Die Bears haben die Box jetzt hier doch relativ zugemacht. Elliott dann die 44. Da waren es noch 7 Yards. Halfback Base. Das könnte es jetzt sein. Das sieht relativ gut aus auf der rechten Seite. Elliott mit einem schönen Move bringt den Ball an die 40 und es fehlen immer noch 3 Yards. Dritter Versuch und 2. Chicago ahnt natürlich, dass da jetzt der Run kommt. Uns fehlt noch 1 Yard. Wir haben aber einen First Down. Das wäre es jetzt gewesen, wenn wir hier jetzt keinen First Down erzielt hätten. So, sollte das jetzt nicht klappen, müssen wir echt anfangen, Auszeiten zu nehmen. Tja, und Elliott hält den Ball fest, das war das Wichtigste. Das müsste es gewesen sein. Schauen wir mal. 1, 2, 3, Stern Nummer 4, Stern Nummer 5, Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.